Platt, platt, papalapap. Jo, schönen Plattenfreitag wünsche ich, jo. Und je weit, jo, hüt, erzähl ich, wer da ut mein Plattdütsch leben. Und, jo, wat dat so to ging. Und, jo, ist das jetzt hier in meine Eck. Und wenn die jetzt wohl hinkickt, do, ne, do, da. Der Tasch, die hab ich mir geholt. Jo, das ist ein Ölgemälde, jo. Ich habe mal so ein bisschen Kunst studiert. Aber das ist lang her. Und der Runner, da seht ihr was von St. Pauli. Reeperbahn. Und das ist von Jürgen Weber. Und Jürgen Weber ist ein 3D-Künstler ut Wilhelmsburg. Jo, das nur mal so nebenbei, ob platt. Will ich jetzt wieder vertellen von, ja, ich fange nochmal wieder vom Ohmseite oder an. Ich habe übrigens noch nichts gehört, dass meine Kündigung ingegangen ist. Nö, das habt sie nicht nötig, mir mal eine Bestätigung zu schicken. Aber ist ja gut, was schallert. Jo, ich habe jo letzte Woche recht, ich wohl was von Herma Köhm erzählen, die heilige Johanna in der Einbaukirche. Und ja, das wäre so, wir haben unseren Abo-Dach und kriegen aber am Nachmittag Bescheid, dass die Vorstellung gut fallen soll, weil ein von den Schauspielers krank gewesen wäre. Und Dummes können sie das nicht spielen. Und da hätten sie uns angeboten, dass Herma Köhn ihr Ein-Personen-Stück spielt. Die heilige Johanna in der Einbauküche. Und da hat gesagt, jo, warum nicht? Und ein Personenstück, das kann doch auch mal gut sein. Jo, und dann sag ich, jo. Uns hätte das so gut gefallen. Wir wären reinweg begeistert. Und wir wären eigentlich, jo. Jo, wir wären glücklich, dass wir das sehen konnten. Denn manigmal haben wir um unsere Torte auch so Klamotten sehen, wo das Publikum interessanter wäre als das, was sie auf der Bühne brächte. Nichts gegen die Schauspieler, die wären immer gut, aber die Stücken wären manchmal, naja. Nicht? Aber das muss wohl auch so sehen. Manchmal müsste man auch mal lachen oder wird man auch mal andere Leute zum Lachen bringen und nicht gerade uns. Jo, und wir wären also reinweg so begeistert und da habe ich gedacht, du müsstest dich mal bedanken. Ich bin dann abends an meinen Computer gegangen und habe die E-Mail-Adresse gesucht von unserer oder und habe geschrieben und habe mich bedankt, dass das wunderbar wird. Jo, das habe ich gemacht und am anderen Tag, ich käme mittags aus der Schule nach Hause und höre meinen Anrufbeantworter ab. Ich werde jetzt nicht, weil das auf Plattdütsch heißt. Aber ist auch gut. Ich höre das Ding ab und höre eine Männerstimme. Hier ist das Umsorgte-Order, hier ist, ich glaube, Werner Rumpelwörter. Und ich will mich hartlich bedanken für Ihre Nachricht und dass Sie sich so freitan, dass wie das spieltan. Jo, und da wo ich nur rein und der Typ, dass der Intendant wie mich anruft und sich für mein Dankeschön auch wieder bedankt. Also das fand ich wunderbar. Das kann man nicht erwarten, weil das hat Stil. Jo. Das wäre die heilige Johanna in der Einbaukirche. Und irgendwann habe ich mal Herma Köhn drüben, wie, ich glaube, das gibt so ein Lüttes Alsterschloss. Da hätten Freunde eine Veranstaltung haben mit ja, Harald Burmeister, wäre das mit Marion Elski. Und der hat das von Kurt Götz berichtet. Jo. Und da wäre Herma Köhn auch. Und da habe ich sie einfach ansnackt und habe ihr die Lüt-Geschichte vertellt. Jo, für hüt ist genug. Ich habe noch, jo, Hilde Six, nicht? Kommt ja auch noch. Und Sandra Keck habe ich auch noch kennengelernt. Und jo, nun sage ich einfach mal, ich wünsche ein schönes Wochenende. Mag dat gut. Blieft mir gewogen.
und rettet dat Unsuchte oder schrieft an der Tode, dass ihr dem Stücken auf Plattdütsch sehen wollt und dass ihr auch auf Plattdütsch ankündigt waren müsst. Und so sag ich einfach mal, schon ist wegen Ernt und bis demnächst. Tschüss. Rettet dat Plattdütsch ans Unsuchte oder?